Fragst du dich, wann der richtige Moment ist, den Steuerberater zu wechseln? Wenn ja, dann bekommst du die Antwort in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und ich höre relativ häufig die Frage, wann denn der richtige Zeitpunkt wäre, um den Steuerberater zu wechseln. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen, was eigentlich so ein typischer Steuerberater macht. Das heißt, was macht gerade dein Steuerberater eigentlich für dich oder dein möglicher zukünftiger Steuerberater, was soll der für dich übernehmen? Wir unterscheiden da unter drei Aufgaben, die drei Hauptaufgaben, die dein Steuerberater für dich übernehmen kann. Das erste ist die Beratung, das zweite ist die laufende Buchhaltung, die monatlich oder quartalsweise erledigt wird und der dritte Punkt sind die Steuererklärungen oder der Jahresabschluss. Um den richtigen Moment für den Steuerberaterwechsel zu finden, müssen wir uns mal anschauen, wann diese drei Aufgaben eigentlich erledigt werden. Grundsätzlich ist erstmal wichtig zu wissen, dass du nicht alle diese Aufgaben an einen Steuerberater geben musst. Du kannst auch mehrere Steuerberater beschäftigen oder auch Dinge selbst machen. Du kannst auch selbst deine Buchhaltung machen, einen Steuerberater für die Steuererklärung haben und einen anderen Steuerberater haben, der dich berät. Das ist nicht immer effizient und ergibt deswegen nicht immer Sinn, aber grundsätzlich wäre das möglich. Schauen wir uns doch mal die unterschiedlichen Aufgabenbereiche an. Die Beratung ist relativ einfach und zwar immer, wenn du eine Frage hast, dann kannst du zum Steuerberater gehen und dich beraten lassen. Das können einfache Anfragen sein, wie zum Beispiel, wie sollte ich eigentlich meine Rechnung nach Österreich schreiben? Können aber auch komplexere Themen sein, wie zum Beispiel ein Hauskauf, ein Erbschaftsfall und solche, wo natürlich auch die Steuer irgendwie eine Rolle spielt. Daher gibt es auch durchaus Sinn, vielleicht zu einem Spezialisten zu gehen. Wenn du jetzt ein Haus kaufen möchtest, dann gibt es Steuerberater, die sich genau darauf spezialisiert haben und es würde auch Sinn ergeben, sich von diesem jetzt beraten zu lassen und vielleicht nicht von dem Steuerberater, der deine laufende Buchhaltung macht und das gut kann, aber vielleicht mit Immobilien sich nicht tiefer auskennt. Der Wechsel eines Steuerberaters für Beratungsfälle ist super einfach. Und zwar kannst du eigentlich mit jeder neuen Frage zu einem neuen Steuerberater gehen. Da kannst du jederzeit wechseln und einfach die nächste Frage, die du hast, einem anderen Steuerberater stellen. Die zweite große Aufgabengruppe ist die laufende Buchhaltung. Mit der laufenden Buchhaltung hängt zusammen zum Beispiel die Umsatzsteuervoranmeldung oder die zusammenfassenden Meldungen. Das kann natürlich ein Steuerberater für dich übernehmen und du kannst den Steuerberater natürlich auch wechseln. Und das kannst du auch unterjährig machen. Wichtig aber für den Steuerberaterwechsel ist es, dass du weißt, wie dein Voranmeldezeitraum ist. Du kannst deine Buchhaltung entweder monatlich, quartalsweise oder jährlich erledigen müssen. Das hängt davon ab, wann du deine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst. Dazu habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, das findest du hier oben rechts einmal verlinkt. Wenn du die Frist nicht genau kennst, dann schau dir erstmal dieses Video an. Wenn du aber jetzt beispielsweise weißt, dass du quartalsweise deine Buchhaltung machst, dann kannst du jedes Quartal deinen Steuerberater für die Buchhaltung wechseln. Zum Beispiel jetzt am Ende des dritten Quartals könnte dein bisheriger Steuerberater bis zum 30.09. deine Buchhaltung machen und ab dem 1.10., also mit dem vierten Quartal, übernimmt dann der neue Steuerberater. Bei einer monatlichen Umsatzsteuervoranmeldezeitraum kannst du es natürlich monatlich wechseln. Wichtig ist hier, dass du natürlich nicht den Wechsel direkt am 1.10. machen musst. Du kannst natürlich den Wechsel jederzeit vorbereiten. Du musst nur mit sowohl dem alten als auch dem neuen Steuerberater genau absprechen, ab wann genau der Übergang stattfinden soll. Aber wenn das geklärt ist, dann kannst du auch unterjährig jederzeit deinen Steuerberater wechseln. Die dritte große Aufgabengruppe, die Steuerberater für dich übernehmen können, sind die ganzen Steuererklärungen und die Jahresabschlüsse. Sprich Jahresabschluss, Einnahmenüberschussrechnung, ganzen betrieblichen Steuererklärung, also insbesondere Umsatzsteuer und Gewerbesteuererklärung und die Einkommensteuererklärung. Diese Aufgaben werden einmal im Jahr gemacht. Auch da kannst du jederzeit den Steuerberater wechseln. Wichtig ist aber hier wirklich, dass ganz klar ist, welcher Steuerberater übernimmt was. Denn es ist nicht möglich, nur für ein halbes Jahr zum Beispiel eine Steuererklärung zu machen. Du kannst jetzt nicht einen Steuerberater beauftragen, von August bis Dezember nur für diesen Teil die Steuererklärung schon mal fertig zu machen. Das geht nicht. Was in der Regel auch nicht geht, ist, dass wenn ein Steuerberater quasi anfängt mit der ganzen Arbeit, ein anderer Steuerberater dann mit einer halbfertigen Steuererklärung irgendwie weitermacht. Das wird nicht funktionieren. Dein neuer Steuerberater, wenn er eine halbfertige Steuererklärung bekommt, wird alle Arbeiten nochmal machen müssen, weil jeder Steuerberater hat eine andere Struktur, ein anderes System in der Bearbeitung. Wenn du da einen Steuerberater wechseln möchtest, solltest du genau wissen, was ist die letzte komplett fertige Steuererklärung, die du abgesendet hast an das Finanzamt. Und dann mit der nächsten Steuererklärung, die auch noch offen ist, die aber auch fürs letzte Jahr sein kann, kannst du deinen neuen Steuerberater beauftragen. Um es mal konkreter zu machen, wir haben jetzt das Jahr 2021. Wenn dein aktueller Steuerberater bisher die Steuererklärung für 2019 gemacht hat, aber noch nicht die für 2020, kannst du auch jetzt noch in der Mitte oder am Ende des Jahres 2021 zu einem neuen Steuerberater gehen und sagen, hier bitte, lieber neuer Steuerberater, übernimm doch
die Steuererklärung für letztes Jahr für mich. Das geht vollkommen problemlos. Wichtig ist nur hier, dass es halt keine offenen Arbeiten gibt. Wo sich einige Steuerberater ja weigern oder es unnötig kompliziert machen, ist immer der Fall, wenn ein Steuerberater die laufende Buchhaltung gemacht hat und ein anderer Steuerberater soll die Steuererklärung machen. Das geht. Nicht alle Steuerberater machen das besonders gerne, weil sie dich nicht als Mandant verlieren wollen. Und es ist auch logisch, dass sie das dann kompliziert machen, das weggehen, aber es geht vollkommen problemlos, dass ein Steuerberater halt die Buchhaltung macht und der andere macht darauf aufbauend dann die Steuererklärung. Deswegen lass dir da keinen Quatsch erzählen. Du kannst auch deinen Steuerberater für die Steuererklärungen jedes Jahr wechseln, solange die Steuererklärung halt noch nicht fertig ist. Ich hoffe, dieses kurze Video konnte dir weiterhelfen. Ich möchte dich am Ende dieses Videos noch einmal auf unsere Aktion aufmerksam machen. Und zwar verlosen wir unter allen Kommentatoren einmal pro Woche dieses Überraschungspaket. Kommentier einfach doch dieses Video oder irgendein anderes von unseren Videos mit dem Hashtag Steuerfrage und dann hast du die Chance, eins von diesen Paketen zu gewinnen. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn du den Kanal abonnierst, das kannst du hier erledigen, oder wenn du eins unserer weiteren Videos anschaust, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. Ich wollte auch noch klatschen. Gott im Himmel!